Das war ein Mini-Pfannkuchen. Ja. Hat mit dem, was ich heute zu tun habe, nur ganz bedingt zu tun. Weil die liebe Bianca schreibt, lieber Berry, deine Aufgabe wäre es, während einer Achterbahnfahrt einen Konkurrenten auszusuchen, beziehungsweise mit einem Konkurrenten Achterbahn zu fahren, ein rohes Ei in der offenen Hand zu transportieren, also nicht zu umschließen. Das Ei darf bei der Fahrt nicht kaputt gehen, ist mir klar, es gibt da diesen Sauerei, gell? Oder wir schaffen es. Naja, wenn es ich schaffe, ist sowieso klar, ne? Kriege ich gar nichts. Schafft es mein Kandidat, lass ich mir was einfallen und ich muss einen Kandidaten suchen, gell? Okay, ich suche einen Kandidaten. Du gehst jetzt da rüber und ich gehe da hier, okay? Also klar. Kann ich dich herausfordern zu einem Wettbewerb? Ja, kommt drauf an. Ist der lustiger? Ja. Ja? Ja. Okay. Meine Aufgabe, die mir heute gestellt wurde, ist, ich muss einen Kandidaten, so weiblich ist man eigentlich gesagt lieber, finden, die mit mir Achterbahn fährt. Ja, okay. Jetzt kriegen wir noch hier die Alpina-Bahn da, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, das war noch gerne. Aber wir müssen beide ein rohes Ei in der Hand halten. Ein rohes Ei. Und das soll nicht kaputt gehen. Und das soll nicht kaputt gehen. Wenn es mir kaputt geht, naja, habe ich sowieso verloren. Hast du eh gewonnen. Wenn es dir kaputt geht, dann habe ich eine tolle Fahrt mit einer tollen Frau gewonnen, oder? Ja, okay. Ich habe das jetzt schick gesagt, gell? Ja. Nein. Wiesn, was der Berry macht. Sende uns deine lustige Wiesn-Gaudi-Idee und gewinne eine Traumreise für zwei Personen. Nur auf www.wiesn.tv. Auf zur Achterbahn, wir melden uns wieder. Also, das ist die Julia. Ja? Und die Bianca, die hat geschrieben, Berry, du musst jemanden herausfordern, mit dem du Achterbahn fährst und ein rohes Ei in der Hand hältst und das auch unten noch ganz hast. Also, jetzt müssen wir noch mal definieren, Julia. In der offenen Hand halten heißt jetzt, musst du jetzt durchgestreckt sein, weil das geht ja gar nicht, oder? Das kann nicht einmal gehen. Also, so ein bisschen, ja. So, also nicht zumachen, ja, aber, so ein aber bisschen, offen, okay? Genau, okay. Wir beschummeln nicht. Okay. Schön da oben, gell? Mag was sehen hier. Ja. Jetzt wird's spannend. Oh Gott, oh Gott, ja. Oh Gott. Ja, gut. Jawohl, es lebt noch. Gut gemacht. Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch zu den Demonstrationszwecken auf den Boden schmeißen, gell? Das ist wirklich... Nein, aber das eine nehmen schon mit, Alter. Wir bescheißen ja nicht. Ja, okay. Wir haben es geschafft, gell? Ja, wir haben es geschafft. Und beide? Wir werden jetzt natürlich noch den Beweis antreten, was wir aus dem, wir schmeißen, weil sie hat jetzt vorgeschlagen, wir schmeißen ein Ei am Boden, damit man sieht, dass das echt ist, ne? Ich würde sagen, wir machen Pfannkuchen draus, oder? Ja, okay, mach okay, mal. Und dann essen wir Pfannkuchen. Ja, gut, mach Julia, wir machen Pfannkuchen. Auf geht's. Okay, auf geht's. Wieder. Mittlerweile haben wir unsere Eierfahrt in der Achterbahn verdaut, für die, die jetzt nicht zugeschaut haben, Pech gehabt. Wir beide, ich habe die Julia herausgefordert, sie hat es geschafft, gell? Julia hat es geschafft, ich auch. Ja, waren beide gut. Sind wir beide gut? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, du hast vorgeschlagen, damit die Menschen uns auch glauben, dass das echte Eier sind, hauen wir die am Boden. Nein, wir springen doch nicht mit Essen. Nein, Entschuldigung. Essen wird gegessen. Ja, das machen wir. Wir sind ja Vorbilder für die Kinder, gell? Und für die Erwachsenen. Genau. So, also meins, sag jetzt schon mal. Das schaut schon mal gut. Es ist zwar schon ein bisschen weich gekocht, aber es ist ein echtes Ei. Eischlagen, schöne Sauerei, einen Schwaps Milch und du machst die. Machst du Pfannkuchen selber daheim? Ja. Okay. Also ich auch, aber ganz ehrlich, ich habe immer, so oft, ich hab immer eine Waage dabei. Gell? Also so auf gut Glück mache ich das ja selten. Eine Prise Salz, das Wichtigste am Pfannkuchen. Ah ja? Ja, das kann jetzt, das wird schon erwachsen. Da, Prise Salz, Salz rein. Ja, oh Gott. Prise Salz. Das werden die ersten Salzpfannkuchen da wissen.
Traum. Kannst du zusperren, meine Mischung ist sensationell. Ah, ein Traum. Ein Traum. Ah, super, oder? Mm. Na gut. Wollen Sie auch mal probieren? Na, schauen Sie her. Das ist ein Spezial. Probieren Sie mal. Mhm. Ein bisschen salzig sein, aber es macht nichts. Da ist Liebe drin. Also mit viel Liebe geben wir jetzt da mal ab, gell? Jetzt hätte ich beinahe vergessen, dass ich der Julia die Uhr gebe, gell? Und das sind ja Ehrenschulden, also die mal gern schon mal her. Kriegst du meine Uhr? Das ja. Nein. So eine schöne Wiesenuhr. Ein bisschen groß, aber da wachst du schon noch nicht. So, passt schon. Elemente entfernen. Jetzt ist Schluss. Wir gehen Strapazen. Schön was. Strapazen gehen wir.